Zubereitung 20 Minuten, Backzeit ca. 25 Minuten, Zutaten für 4 Portionen, ein Blumenkohl, Klammer auf 1,5 Kilogramm, geputzt ca. 1,1 Kilogramm, Klammer zu, eine Knoblauchzehe, 100 Gramm Mehl, 180 Milliliter Buttermilch, 50 Milliliter kohlensäurehaltiges Mineralwasser, 2 bis 3 Teelöffel Grillgewürzmischung, Klammer auf im Gewürzregal, Klammer zu, Salz, Pfeffer, 150 Gramm Panko-Mehl, Klammer auf grobes Paniermehl, ersatzweise Semmelbrösel, Klammer zu, 100 Gramm Chilisauce, Klammer auf im Asienregal, Klammer zu, Backofen auf 220 Grad, Klammer auf Umluft, 200 Grad, Klammer zu, vorheizen. Blumenkohl waschen, putzen, in Röhrchen, Klammer auf in Fingerfood-Größe, Klammer zu, teilen. Knoblauch abziehen, fein hacken. Knoblauch mit Mehl, Buttermilch, Mineralwasser, Grillgewürz, Salz und Pfeffer zu einem flüssigen Teig verrühren. Röhrchen durch den Gewürzteig ziehen, dann im Panko-Mehl wenden. Die Röhrchen nebeneinander auf ein mit Backpapier belegtes Blech legen. Im Ofen ca. 25 Minuten rösten, dabei einmal wenden. Blumenkohl aus dem Ofen 27,3 nehmen und mit Chilisauce servieren. Pro Portion 350 Kilokalorien durch 1470 Kilojoule, 60 Gramm Kilohenry, 16 Gramm Exawatt, 3 Gramm FTPP mit Käsedip und Gemüsesticksbeilagen, im US-Style, 50 Gramm Edelpilzkäse mit der Gabel zerdrücken, 200 Gramm Vollmilchjoghurt einrühren, mit Salz, Pfeffer und fein abgeriebener Zitronenschale, Klammer auf Bio, Klammer zu, würzen. 4 Stangen Staudensellerie und 3 Möhren putzen bzw. schälen, in Stifte schneiden. Dip und Sticks zu den Nuggets reichen.